und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute zaubern wir zusammen ein richtig, richtig leckeres Sommerbrot. Wir verfeinern das Brot nämlich mit leckeren getrockneten Tomaten und Kräutern. So holen wir uns quasi Italiano nach Hause, wenn wir schon nicht wirklich in den Urlaub können. Und das Rezept ist geeignet für den Ofenmeister. Ich werde es, glaube ich, gleich nochmal parallel zubereiten und gucken, ob es in diese Viererform passt, in den Tobi, um zu gucken, ob wir da kleine leckere Partybrote rauszaubern können, weil das ist natürlich, finde ich, auch perfekt zum Grillen geeignet, also nicht nur als Abendbrot. Deswegen, ich glaube, ich mache es, wie gesagt, gleich parallel. Aber ich würde sagen, wir starten erst einmal direkt mit den Zutaten. Wir benötigen einen halben Würfel Hefe, eine Prise Zucker, 400 Gramm Milch, 150 Gramm getrocknete Tomaten. Die waren in Olivenöl eingelegt und die habe ich einmal halbiert und gewürfelt. Die würde ich auch als kleinen Tipp wirklich selber würfeln, dann bleiben die nämlich noch so ein bisschen gröber und schmecken im Brot noch ein bisschen besser. Dann benötigen wir 3 Esslöffel Olivenöl, da verwende ich einfach das von den Tomaten, die eingelegt waren. Außerdem benötigen wir einen Esslöffel Backmalz, einen Esslöffel Thymian getrocknet, einen Esslöffel Oregano, außerdem noch einen Teelöffel Salz, 180 Gramm Dinkelmehl Typ 1050 und außerdem noch 510 Gramm Weizenmehl Typ 550. So, und wie bei allen Hefeteigen geben wir jetzt als erstes Milch, den Hefewürfel und Zucker in den Mixtopf und lassen das Ganze für 4 Minuten auf 37 Grad Stufe 2 erwärmen. Und jetzt geben wir eigentlich nur alle restlichen Zutaten in den Mixtopf. Wichtig ist nur, wie bei allen Hefeteigen, immer erst, also wenn Salziges da reinkommt, immer erst Mehl in den Mixtopf geben und dann Öl und Salz und alle anderen Gewürze hinzugeben, damit das Hefewasser nicht direkt mit Salz und Öl in Verbindung kommt. Denn dann geht nämlich Hefe nicht so gut auf und stoppt da so ein bisschen den Gärprozess. Deswegen, wie gesagt, immer erst Mehl und dann alle anderen Zutaten. Und dann stellen wir den Thermomix auf die Teigknetstufe für ungefähr, ich denke, so 5 bis 10 Minuten. Schaut immer von oben in den Mixtopf rein, ob sich der Teig vom Rand löst. Wenn nicht, gibt ihr von oben noch mal ein bisschen Mehl hinzu. Oder knetet dann den Rest einfach auf der Teigmatte. Denn dann sieht man nämlich noch mal ganz genau, wie viel Mehl der Teig überhaupt noch benötigt. Und jetzt nehmen wir unsere Teigmatte, bemehlen die ein wenig, geben den Teigklumpen hinauf und formen ihn zu einer Kugel. Geben ihn dann, also ich mache es in der Nixe, in der großen, bemehle die so ein bisschen, gib den Teig hinein, deck die zu und dann lassen wir das Ganze auf der Fensterbank ruhen, bis sich das Ganze verdoppelt hat. Ich liebe die Nixe, denn da sieht man nämlich immer perfekt, ob der Hefeteig aufgeht und wann er soweit ist. Und jetzt holen wir den Teigklumpen hinaus und formen ihn zu einem schönen Brotteig. Und jetzt nehmen wir den Ofenmeister zur Hand. Den bepinsel ich jetzt wieder mit hitzebeständigem Sonnenblumenöl. Dann nehme ich dieses Bratöl von Alnatura, gebe dann ein bisschen Mehl hinzu und dann legen wir das Brotlaib hinein und ritzen es noch ein bisschen ein.
ganz wichtig, mach mal den Deckel drauf und geben das Brot nun in den kalten Backofen, wieder auf der untersten Einschubleiste und stellen den Backofen auf Ober-Unterhitze 220 Grad und lassen dann das Brot für ungefähr 60 Minuten drinne. Und nach 60 Minuten machen wir mal den Deckel weg. Wenn es uns braun genug ist, ist es fertig. Ansonsten lässt ihr das nochmal für 5 bis 10 Minuten von oben dann nochmal ein bisschen mehr Kruste kriegen. Ich habe jetzt meine Seitengitter aus dem Backofen ausgebaut, habe jetzt den Ofenmeister und den Tobi drinne stehen, denn nur so passen beide Formen bei mir rein, damit die nicht unten irgendwo am Rand vom Backofen drankommen. Denn ihr wisst von Pampered Chef, die Soulmare darf nicht, also sollte immer frei stehen im Backofen, damit keine Spannungsrisse entstehen. Und der Tobi wird natürlich, denke ich mal, so die Hälfte der Zeit nur benötigen. Und die genaue Zeit schreibe ich euch dann wieder wie immer ins Rezept. So ihr Lieben, nach 35 Minuten sind die kleinen Brote hier schon mal fertig. Man muss ehrlich sagen, das Rezept ist natürlich ein bisschen zu viel hier für den Tobi, aber ihr seht, es funktioniert trotzdem. Ich nehme jetzt hier den Streicher und dann tue ich das auf das Abkühlgitter, damit die dann schön auskühlen können. Seid ihr auch schon so gespannt wie ich? Also würde ich mal sagen, 1, 2 und 3. Das stürzen wir jetzt erstmal raus, damit das Brot komplett abkühlen kann. Also ich bin gerade selber so ungeduldig, dass ich jetzt einfach doch anschneide. Und dank dem Brotmesser kann man das ja auch problemlos mit heißem Brot machen. Welches nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen das. Also das hat eine richtig schöne Kruste. Huch, ich hoffe, ihr hört das. So, und ich schneide mal die Kruste an. Boah, das riecht so schön würzig. Ich zeige euch das mal. Mega, echt mega. Schön ins Mikro knuspern. Ich beiß eine ab. Und wie zu erwarten, super, super lecker. Oh, also ich muss euch echt sagen, ich liebe selbstgemachtes Brot, egal in welcher Form. Und es schmeckt nicht nur zum Abendbrot perfekt, sondern auch wenn man lecker grillt als Beilage, ist es super, super, super lecker. Und ich würde sagen, das Rezept schreibe ich euch wie immer auf meiner Homepage oder verlinke euch das, den Link zu meiner Homepage. Die findet ihr in der Videobeschreibung unten drunter, genauso wie meinen Shop. Da findet ihr auch alle Artikel, die ich benutzt habe von Pampered Chef. Und ich würde sagen, wenn ihr euch noch irgendwelche Wünsche wünscht oder Rezepte wünscht, dann schreibt mir das unten in den Kommentaren, dann kann ich das nämlich auch lesen und euch eure Wünsche erfüllen. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!